Hallo, mein Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Ich habe die Campus-Tüte Uni Standort Trier bestellt und habe sie auch bekommen. Klar, da ist wieder einmal Werbung. Werbung gehört ja dazu. Die Campus-Tüte, die Friends Edition, kostet gar nichts, aber dafür zahlt ihr den Versand von 9,95 € und bekommt zwei volle Tüten, wo eigentlich echt tolle Sachen drin sind. Gut, viel Werbung drin, aber ich brauche immer das Gutscheinheft, weil dann spare ich zwischen 10 und 12% auf meine Kontaktlinsen, weil ich spezielle Kontaktlinsen habe, wo ich nur bei Disco eine Discount-Lens oder wie es jetzt heißt, bestellen kann. Und da bin ich immer echt mega happy. So, Werbung, All in for Students, 30 Euro im Monat, Clever Fit. Weil ich allein hier wohnt, falls er Werbung will, bitteschön. Dann Mittagstief, erstmal Essen. Für frische Köpfe gibt es auch was. So. Und dann fangen wir mit der ersten. Nee, außerhalb von den Tüten waren zweimal was zum Trinken gelegen, bevor ich mit den Tüten anfange. Und zwar zweimal HSC Immun Water. Oh, mit der Ingwer-Geschmack. Nichts für mich, ich mag ja Ingwer. Nee. Zweimal solche Flaschen. Aber ich und Limette Ingwer. Ingwer? Nein. So, fangen wir mit der ersten Tüte an. Da haben wir einmal einen Rasierer. Zitrone. Das heißt, der geht weiter. Und zwar den 2-in-1 Rasierer mit Shea Butter und Lemon. Von, wie heißt der? Wilkinson Infusion. Da geht aber weiter, da ist ein Lemon drin. Dann haben wir hier ein Fooddrink von Bärbels. Ein Vanilla Flower, eine Trinkmahlzeit mit 500 ml zuckerfrei. Zuckerfrei heißt aber nicht immer wirklich zuckerfrei, weil von den gesättigten Fettsäuren und Kohlenhydraten haben die als trotzdem Zucker mit drin. Genau, 100 ml hat einen Zucker von 3,7 Gramm. Wo war man jetzt? Ohne. Also 4% Zucker bei 100 ml und 23% Zucker bei 500 ml. Deswegen nicht ganz täuschen lassen. Aber Vanille ist gut. Dann haben wir hier eine leere Flasche. Pumpflasche können wir immer gebrauchen. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier, oh, das liegt Schwiegermutter, von Red Bull Easy Lemon. Das Getränk, das liebt die Schwiegermama. Nimmt sie gerne mit. Dann unser Mona Liesel. Darf ja nicht fehlen. Aber bei uns wird kein Alkohol mehr getrunken. Dann, hoppala, die Hafer, ganz eingedrückt, von Alpro, die Hafermilch, die 3,5% voll, nicht Hafermilch, oder? Auf jeden Fall pflanzlich mit 3,5% Fett. War das jetzt Hafer oder Soja? Geh weg, du Mücke. Jetzt muss ich gerade selber gucken. Doch, Hafermilch, doch, stimmt. Die ist schon mal hier. Ja. Hier. Dann Hammer. Was bist denn du? Kasper Klapp. Das Partyspiel, das jedes Gedächtnis an seine Grenzen bringt. Okay. Kenne ich gar nicht. Ich bin oft neugierig. That's not ahead. Okay. Steht jetzt gerade nicht auf Deutsch, keine Ahnung. Immer so. Und da ist es dann so. Scheinbar muss man. Ups, das war schon abwarten. Da
plus Englisch. Ich finde es jetzt gerade auf Deutsch, ne, du. Geschenkshop. Wer beginnt, zieht eine Geschenkkarte vom Stapel, zeigt sie allen und dreht sie um. Entsprechend des Pfeils gibst du die Karte nach links oder rechts weiter und benennst das Geschenk. Ich habe hier ein schönes XYZ für dich. Die beschenkte Person hat zwei Möglichkeiten, Geschenk annehmen oder ablehnen. Okay. Das ist mal irritierend, aber okay. Ein Kartenspiel. Oh, jetzt habe ich noch ein voriges Video, was drauf sehe ich gerade. Ein Kartenspiel. Dann von Catrice eine Nagellack. Und zwar die 121 Mintubi. Dann haben wir drin von Darf das Zinteo. Es riecht nicht schlecht, bloß irgendwann geht es eben auf der Senke. Muss ich jetzt echt sagen. Aber es ist gut. Dann haben wir hier einen Probiertee von Mesmer, der Call Tea, der Bärentee, der ist lecker. Sehr lecker. Normal trinke ich hier nur Tee, wenn ich krank bin. Holen wir jetzt mal die Tasse raus. Drei. Dann haben wir hier der Corny Hafer und Haferkraft mit Skier, der Klassik, der ist lecker. Ne, der ist angebreicht. Ich habe so Hunger, kriege ich im Krankenhaus. Dann von Gatobi Strandmatte, matte Paste für Surferlooks ohne Verkleben, Matteffekt strubbeln, texturieren. Habe ich, glaube ich, noch eins irgendwo, ich bin jetzt enttäuscht. Okay. Und von Bilou Apricot Shake, Repair Spray brauche ich immer. Meine Haare haben zurzeit, ja, einen Schaden. Und dürfte ich sogar benutzen. Das war die erste Tüte mit Werbung von der Mona Liesel. Darf ja nicht fehlen. Dann Organ- und Gewebespende. Kann ich leider nicht machen. Darf ich nicht. Da ist wieder die Mona Liesel. App-Abo. Und irgendwas mit ATU. Dann gehen wir an die zweite Tüte. Dann ist es einfacher. Da haben wir dann die passende Aufsatz von dem Intuition Rasierer, die Aufsatz dazu. Natürlich auch mit Shea Butter und Lemon. Super Zitrone dabei. Dann haben wir, oh cool, der ist lecker. Von Milram, 100% pflanzlich, der Kakaotrink auf Haferbasis. Der ist echt kalt, mega. Den trinke ich gerne. Dann haben wir hier von Axe das Aqua Bergamot. Habe ich noch nie gerade zwischen du. Ah. Nicht so. Nee, das gefällt mir jetzt nicht so. Geht weiter. Dann unser Mona Liesel. Der wird nicht fehlen. Ne? Dann die Milch. Kirschtor dazu. Dann unser Corny-Riegel. Dann haben wir hier eine Trinkmahlzeit Strawberry, also eine Erdbeere. Dann haben wir hier noch, ach Lemon, ja, von Red Bull ein Lemon. Dann haben wir hier, oh, bitte für Shampoo. Oh. Schau mal, Fresh It Up, Pflegespülung mit Pensionsfrucht. Fettiger Ansatz, trockene Spitzen, schlecht für mich, weil das habe ich nicht. Aber eine Spülung würde gehen. Oder ist es da auch drin? Weil ich habe gesehen, bei der Ende Balea-Spülung, bei der Neu war da sogar eine Spülung drin, komischerweise. Ne, da wäre es jetzt nicht drin. Aber ich habe keinen fettigen Ansatz, das ist halt jetzt. Schade. Und hier haben wir dann von Born Tomatenketchup. Viel Tomate, wenig Zucker. Das Original. Okay. Und wir brauchen sowieso immer Ketchup im Haus. Ohne Ketchup geht gar nichts. Und du, Mücke, hau jetzt ab hier. Und dann haben wir wieder die Lukas wieder. Cool. Den Cold Tea Berry. Mega.
Das von Sios Repair Deep Conditioner. Okay. Interessant. Oh, es wird windig bei uns. Scheinbar fängt es bald an zu rechnen wieder. Es wird aber mal Zeit, dass es aufhört, dir zu rechnen. Es nervt. Regen und windig. Da haben wir jetzt nachts gemerkt, hat, dass doch Männer passiert wäre, aber Gott sei Dank nicht. Hätte wir echt mega Glück gehabt. Ja. Spülung. Können wir auch gebrauchen. Von Milram, dein Produkt. Schade, dass da keiner drin ist. Weil die schmecken mega lecker. Und wenn man so, was hat denn die Mücke mit meinem Handy heute? Und wenn man es in dem Mikro macht, die Minute, dann ist es lauwarm. Oh, das schmeckt so lecker, gell. Mega. Das zeige ich euch gleich. Organspende wieder, Shop, Apotheke, Mona Liesel. Was bist du? Wilkinson Hydro 5, 4 Euro Gutschein. Für... Ja, für verschiedene Märkte. Seht man es? Ja. Mona Liesel. Und mein Hals. Und da ist das Heft. Und da liebe ich das. Da sind verschiedene Rabatte drin. Sogar was Nox. Okay. Discount Lens heißt es, genau. Discount Lens heißt es. Und da bestelle ich dann immer meine Kontaktlinsen. Die heben ja halb Jahr. Du ist jetzt wieder 12%. Ja. Das heißt, dann seit 180 bis 200 Euro zahle ich dann nur zwischen 140 und 150 Euro. Und habe dann wieder halb Jahr Kontaktlinse, durch das, dass ich auch eine Hautverkrümmung habe und, und. Deswegen, ich liebe die Gutscheinhefte. Ich brauche die immer. Jedes Jahr. Ja, das war jetzt die Campus-Tüte. Ich muss jetzt sagen, es waren ein paar neue Sachen dabei. Ja. Bis auf das Wasser und der Rasierer ist eigentlich alles soweit gut. Gut, Bier, weiß ich, ob ich sie geben kann. Mein Hals ist trocken gerade. Aber für 9,95 Euro kann man echt nichts sagen. Allein das Vitaminwasser kostet schon ohne Pfand, glaube ich, fast 2 Euro. Und die Trinkmahlzeit, das sind jetzt auch nicht gerade billig, kostet auch zwischen 3 und 4 Euro. Manchmal sogar fast 5 Euro die Flasche. Also es kommt immer drauf an. Und deswegen sage ich, die Campus-Tüte lohnt sich immer. Nicht nur für Gutscheinhefte. Ach, wenn ich es jetzt gesagt habe. Aber sie lohnt sich immer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch die Campus-Tüte bestellt habt. Wenn ja, was hattet ihr Schönes drin? Schon würde ich einfach sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.